Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. So, ich war unter der letzten Folge gebeten worden, hier den Weg noch so ein bisschen so zu gestalten, dass es so aussieht, dass man da wirklich hin kann. Ich glaube, ich kann da keine Bänke hinsetzen, weil ich ja die Bänke nur auf den Weg setzen kann. Aber ich sollte hier, also beziehungsweise sollte, ich kann hier definitiv noch, ich kann hier noch Lampen hinsetzen. Das geht auf jeden Fall. So, dann würde ich hier eine hinsetzen. Würde ich mal noch ein bisschen versenken. Ich will die nicht ganz so hoch haben in dem Bereich hier. Hier würde ich noch eine hinstellen. Dann stelle ich noch hier eine hin. Und eine letzte hier vorne hin. Zack. Aber Bänke kann ich hier, glaube ich, tatsächlich nicht hinstellen. Ich glaube es zumindest nicht. Nee, das geht nicht. Ihr seht, die ist hier so rot markiert. Die kann ich wirklich nur auf Wege setzen. Also das funktioniert nicht. Aber dann haben wir jetzt hier wenigstens noch so ein bisschen Beleuchtung. Ja, jetzt ist die Frage, mit was machen wir weiter? Ich würde, glaube ich, tatsächlich eher noch hier hinten weitermachen. Und an den Sachen weiterarbeiten, die ich ursprünglich eigentlich im Off geplant hatte. Weil ich finde, es macht jetzt nicht großartig Sinn, noch mit irgendwas anderem anzufangen. Ich wurde noch gefragt, ob ich noch mehr Strände machen kann. Ich habe hier leider nicht so viele flache Bereiche. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich kann das hier noch so ein bisschen ausweiten. Das kann ich gerne machen. Dass das mehr, also dass das nach einem größeren Strand aussieht. Hier, das möchte ich aber ein bisschen abgegrenzter haben. Also ich denke, ich werde jetzt hier tatsächlich noch so ein bisschen an den Sachen weiterbauen, die eigentlich so oft geplant waren. Weil ansonsten habe ich nämlich nicht mehr so viel zu tun bis zum 9. November. Denn ich wollte jetzt, wie gesagt, nicht extra noch mit einem neuen Bereich anfangen. Ich hatte übrigens gedacht, könnte man vielleicht so ein bisschen westernmäßig was hinbauen. Müssen wir mal gucken. Ich wollte da jetzt nicht noch extra mit einem neuen Bereich anfangen. Denn das kriegen wir dann eh nicht mehr fertig, bis der neue Part anfängt. Und ich dachte mir, dann fangen wir lieber an mit dem neuen Bereich, wo wir dann wirklich alle Sachen drin haben, die in der Beta drin sind. Es ist ja auch nicht mehr so lange. Guck mal, wir haben jetzt schon den 1. November. Und am 9. November ist es dann schon soweit. Von daher glaube ich, dass es die sinnvollere Entscheidung wäre, jetzt so Dinge hier wie die Brücke oder sowas noch zu Ende zu bauen. Also beide Brücken. Die hier und die hier. Und ich würde sagen, ich mache jetzt gerade erstmal den Anfang mit dieser Brücke hier. So, ach ja, Steuerung X war das. Ja, schon wieder vergessen hier. Ah, Moment, Moment, Moment. Bevor ich das hier mache, sollte ich erstmal noch die hier versetzen. Das wäre dann erstmal wichtiger, würde ich behaupten. Ansonsten sehe ich ja nicht, wo ich diese Zaunelemente einbauen muss. Das wäre dann doof. So. Ich muss auch mal gucken, wo ich dann den Conny Express überall lang düsen lasse, die kleine Eisenbahn. Ich finde, die Magnetschwebebahn wäre jetzt, glaube ich, für unseren Park hier nicht so gut geeignet. Vielleicht, wenn man so ein bisschen so ein, ja, so ein Park baut mit so verschiedensten Technologien oder sowas, da wäre sowas dann interessant. Aber ich glaube, bei unserem Park würde ich es eher schöner finden, wenn ich das so mache, dass das alles so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht. Ich finde einfach, die Eisenbahn würde hier besser reinpassen in den Park als eine Magnetschwebebahn. Die ist mir persönlich zu modern für den Stil, den wir hier haben. So. Zack. Auch nochmal hier. Ah, nein, falsch rum. Nein. Ah, was mache ich denn hier? So. Und jetzt den grünen Pfeil. Den brauche ich. Okay, gut.
Gut, gut, jetzt kommt das hier dran. So. Jetzt dieses Teil hier. Okay, gut. Oh, das kommt da an der Seite ein bisschen raus. Aber ich kann das nicht weiter kann das schlecht weiter zur anderen Seite schieben. Weil dann sieht es auch irgendwie unpassend aus. Und dann guckt nämlich dieser Pfosten, guckt dann an der Seite der Brücke raus. Das ist dann auch irgendwie blöd. Das ist dann auch nicht so schön. Ja, aber so sind wir doch eigentlich recht gut vorwärts gekommen. Jetzt kommt hier hinten dieser zweite Pfosten noch hin. So, den können wir ja wieder ein bisschen weiter reinstellen. Gut, und damit haben wir die Brücke auch schon fertig. Damit haben wir die Brücke auch schon fertig. Ich würde hier unten jetzt noch einen Weg bauen. Bis hier vorne vor die, ja. Bis vor die Mühle. So, das ist jetzt vielleicht fast schon ein bisschen breit. So. Das sieht doch eigentlich ganz schick aus hier. Ja, es ist schade, dass ich hier den Weg nicht drüber bauen kann, in dem Stil. Beziehungsweise, dass das hier jetzt nicht wirklich als Brücke genutzt werden kann. Aber okay, es ist jetzt, glaube ich, auch nicht so tragisch. Ich wollte hier oben, wollte ich eigentlich noch so eine Drachenarena bauen. Ich weiß es nicht, ob ich das hinbekomme. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Ich muss mal gucken. Ich müsste dann eventuell... Was ist das hier? Das ist keine... Ich bräuchte so einen breiteren Balken aus Holz. Ich bräuchte breitere Teile aus Holz. Sowas zum Beispiel. Das ist zu schmal. Oh, das ist... das ist nicht leicht. Ich müsste das so aufstellen, dass das so geht und dann quasi immer steiler wird. Und dann müsste ich da so Sitzbereiche einlassen. Rein theoretisch. Ich habe noch nicht so richtig die Ahnung, wie ich das machen könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich diese Drachenarena bauen kann, ohne dass es zu viel gebastelt wird? Das könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ansonsten, was würde ich denn hier oben noch hinbauen? Also ich wollte hier oben auf jeden Fall noch eine Windmühle hinbauen. Das definitiv, die würde ich glaube ich hier so hinsetzen. Das könnten wir eigentlich gerade mal machen. So, das ist die falsche Wand. Die möchte ich nicht. Ich möchte schon in dem Stil bleiben, den wir bislang hatten. Und das ist dieser hier. So. Ich würde das ein bisschen... So, und das hier, dieser Bereich, der wird dann höher. Da kommt die Windmühle dran. So, jetzt muss ich mal gucken. So und so. Jawohl. Und hier möchte ich jetzt gerne noch was ausprobieren. Das will ich einfach mal testen. Ich weiß nicht, ob das was aussieht. Nicht den geringsten Plan, ob das halt, ob das so wird, wie ich es mir vorstelle. Eieiei. Ich weiß ja nicht. Ich müsste jetzt erstmal gucken, es ist bei den Animatroniken, ne? Oh Gott, wo waren das nochmal? Kann ich das nicht hier irgendwie? Oh Gott, ich konnte doch irgendwo, konnte ich doch Animatronik auswählen. Aber ich weiß nicht mehr wo. Aber hier ist sie. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, das sollte eigentlich schon gehen, ne? Die gehen ja eigentlich bis auf den Boden. Also bis fast auf den Boden. Oft gehen die bis fast auf den Boden. So in der Richtung würde ich das dann machen wollen. So.
So. Das ist das, was man hier alles machen könnte. Will ich aber nicht. Ich möchte eine einzelne Windmühle. Das reicht mir schon. So, Dächer, jetzt wird's spannend. Das würde ich gerne so machen. Und die nächst flachere Variante wäre dann quasi das hier. Ich weiß aber nicht, ob das so toll aussieht. Nee, Leute, ich glaube, das sieht nichts aus. Da muss ich mir irgendwie noch was anderes überlegen lassen. Mit diesem Dach hier könnte man hier auch wunderbar sowas Mediterranes machen. So eine mediterrane Windmühle, ne? Aber das passt jetzt hier nicht rein. Nein, da oben geht's durch. Dann müssen wir hier, müssen wir dieses Dach hier wählen. Geht nicht, das ist zu schmal. Ach, komm schon. Dieses hier aber nicht. Ja, da dreht sich das Ding vor. Das passt so. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ja, so in der Art. Das sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus. Es ist nicht perfekt. Es schließt nicht zu 100% ab, aber es könnte definitiv schlimmer sein. Das hier bräuchte ich auch in groß. Das wäre schön, wenn es das so gäbe. Das sieht ganz merkwürdig aus, wenn ich das so mache. Aber wenn ich das hier... Ach ja, wenn ich hier so vielleicht so ein Heulager noch drunter mache. Aber das hier gefällt mir so nicht. Und das kann ich hier so nicht hinmachen. Doch, hier geht's dran vorbei. Interessant, warum ging das oben nicht? Weil ich finde nämlich prinzipiell, finde ich nämlich das andere Dach hier, finde ich nämlich eigentlich schöner. Aber da oben wischt es durch. Warum wischt es denn unten nicht durch? Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich kann das auch nicht wirklich weiter nach vorne schieben, weil dann sieht man hier eben diesen Motor. Und guck mal, das wird ja auch nicht. Ich müsste es bis hierhin, müsste ich das vorziehen. Noch weiter. Oder habe ich da eventuell, ist hier noch irgendwie eine Möglichkeit, da Holz vorzupacken? Oder vielleicht sowas hier? Dass ich das hier so holzturmmäßig nochmal verkleide? Hm. Weiß ich aber auch nicht. Schwierig, schwierig. Habe ich hier nicht irgendwo einfach nochmal so einen Holzpinöppel, den ich davor machen kann? Hey. Das hier vielleicht. Ich muss das mal gerade ein bisschen. Ich brauche mehr Licht. Ich brauche mehr Licht. So. Diese Schatten hier und die Pfeile behindern mich gerade so ein kleines bisschen beim Bauen, aber ich glaube, so sollte es gehen. Ja, weil dann haben wir hier nämlich nochmal so einen Holzpinöppel dran. Hier unten muss man sich dann halt ein bisschen beeilen, ne? Da darf man nicht gerade unten dran vorbeilaufen, wenn der Rotor da durchkommt. Rotor, der Windmühlenflügel. So, jetzt muss ich gucken. Ungefähr so. Oh, der steht schief. Oh, der ist aber richtig windschief hier. So sollte es gehen. So. Falsch, das wollte ich gar nicht. Oh, es wird wieder Tag. Sehr schön. Sehr schön.
Okay, und da würde ich jetzt gerne noch irgendwas Zaunartiges drumherum setzen. Das hier eventuell, oder ist das zu grob? Groß. Ich glaube, ich würde das hier nehmen. Süp. So, soll schon gerade sein. Ach, komm schon, hier so in der Richtung. Ist halt ein bisschen problematisch, weil es hinten hoch geht. Aber ich finde das jetzt auch nicht schlimm, wenn das ein bisschen windschief ist. Das darf es ruhig sein. Das muss, finde ich persönlich, nicht alles hundertprozentig perfekt sein. Weil das macht auch irgendwie irgendwo wieder den Charme von sowas aus, wenn es halt gerade so ein bisschen windschief ist. Finde ich zumindest. So, zack. Dann haben wir nämlich jetzt hier. Da können wir noch ein Heulager hinbauen. Hier ist definitiv noch einiges zu tun an der Windmühle. Aber ich würde sagen, fürs Erste war es das heute erstmal wieder. Ihr könnt mir noch in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht irgendwie eine Idee habt für dieses, ja, für diese Kampfarena, für diese, oder ja, generell für diese Drachenarena. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich das vielleicht bauen könnte. Ansonsten machen wir einfach morgen erstmal ganz normal mit der Windmühle weiter. Würde ich sowieso sagen, dass die dann hier oben schon mal steht. Und ja, dann danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!